freue mich, dass wir zu diesem Thema einladen konnten, eine Referentin gefunden haben, die sofort zugesagt hat und dass wir interessiertes Publikum haben, die auch mal hinter die Kulissen eines Archivs sehen wollen. Und das wird sicher eine spannende Geschichte heute Abend. Bevor wir da starten, möchte ich allerdings jemand vorstellen. Uns ist bekannt die ehemalige Leiterin des Referats 33 des Sächsischen Staatsarchivs, unsere Thekla Kluttig, die ja auch etliche Jahre bei uns im Vorstand war. Und die hat eine Nachfolgerin gefunden. Und die ist heute Abend auch da und die möchte ich zunächst ganz herzlich begrüßen, die Frau Müller, die sich sicher ganz kurz auch mal vorstellen kann, bevor wir dann mit dem Vortrag beginnen. Das mache ich natürlich sehr gerne. Einen schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, mich vorstellen zu dürfen und gleich, ich habe meinen Dienst also am 1. Juli angetreten, gleich hier den Kontakt aufnehmen zu können. Wer schon mal in Leipzig im Stadtarchiv war und dort recherchiert hat, hat mich vielleicht auch schon kennengelernt. Ich habe also von 1994 bis vor kurzem im Stadtarchiv Leipzig gearbeitet. Ich war dort für die Karten und Pläne, für die Baugeschichte zuständig und habe natürlich auch im Lesesaal Benutzer betreut, habe Anfragen bearbeitet. Genealogie und Familiengeschichte sind mir also nicht unbekannt. Ich habe in Leipzig studiert, an der Universität, mittlere neuere Geschichte, Archivwissenschaften, historische Hilfswissenschaften und Kulturwissenschaften. Ich habe 2004 an der Universität Leipzig auch promoviert zu einem verwaltungswissenschaftlichen, einem verwaltungsgeschichtlichen Thema zur Modernisierung in der Stadtverwaltung Leipzig im 19. Jahrhundert. Ich habe in den letzten Jahren viele Nachlässe übernommen, auch Sammlungen von Architekten. Ich habe Biografien erarbeitet zu kommunalen Bediensteten. Familiengeschichte ist mir also nicht fremd. Ich freue mich jetzt auf die neue Herausforderung. Wir haben vorhin gerade schon gesagt, ja, es ist natürlich nicht so einfach, sich einzuarbeiten. Die Deutsche Zentralstelle für Genealogie ist natürlich so ein richtiger Brocken im Grunde genommen. Aber Katrin Heil ist ja da sehr firm und wird mir sicherlich zur Seite stehen. Und nach, sage ich mal, wird auch dieses Gebiet für mich dann einfach vertrauter werden. Auf die Zusammenarbeit mit Ihrem Verein freue ich mich sehr. Dankeschön. Ja, da freuen wir uns auch. Vielen Dank. Wir haben ja schon mehrere Projekte mit dem Archiv gemacht und es gibt sicher noch das eine oder andere versteckte Schätzchen im Archiv, wo wir vielleicht auch gemeinsam wieder dran gehen können und das für die Genealogenwelt erschließen können. Dann möchte ich jetzt die Katrin Heil bitten, uns mit dem Vortrag zu beginnen. Ja, schönen guten Abend. Das Thema, ich habe da mal eine Frage ans Archiv. Da hoffe ich, da bin ich die Fachfrau heute Abend. Ich arbeite seit 20 Jahren im Staatsarchiv Leipzig und bin also seit Ende 2018 auch dort vor allen Dingen für den Bereich Genealogie zuständig. Wir begeben uns jetzt gleich auf einen Parcours oder einen Crash-Intensivkurs in Archivkunde. Ich hoffe, es wird nicht ganz so anstrengend, es kommen sehr viele Informationen, aber ich will Ihnen ja auch ganz viel über unsere Arbeit erzählen und ich hoffe, es sind interessante Dinge für Sie dabei. Ja, da starten wir mal mit unserem Fahrplan. Also der erste Teil, ich habe die Präsentation in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil befasst sich mit dem Archiv an sich, also mit Zuständigkeiten, Aufgaben, dem Ablauf einer Recherche, wie organisiere ich einen Besuch vor Ort und mit den Quellen vor Ort. Mir ist dabei bewusst, dass viele von Ihnen sicherlich da schon Erfahrungswerte haben, aber vielleicht ist doch das eine oder andere Neue für Sie mit dabei. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem genealogischen Nachlass. Einmal, solange er sozusagen noch zu Hause ist und wie es dann im Archiv weitergeht. Ohne Definition, was ist überhaupt ein genealogischer Nachlass, kommen wir da nicht hin. Ich erzähle ein bisschen was über die Gliederung der Unterlagen, also wie wir es gerne hätten und wie Sie es vielleicht auch schon zu Hause machen können. Ich sage was zur Lagerung, zur technischen Bearbeitung. Wie funktioniert die Übergabe an ein Archiv oder eben eine Institution? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?
Wie sieht ein Schenkungsvertrag aus und wie läuft dann auch die Benutzung für den Schenker zum Beispiel und natürlich auch für andere? Und da habe ich dann auch nochmal ein konkretes Beispiel dazu. Und dann will ich auch gar nicht so lange reden, sondern starten. Und das geht los mit den Zuständigkeiten. Die Archivwelt ist also nicht nur, wie wir vorhin sagten, in Österreich kompliziert, sie ist es auch in Deutschland. So auf den ersten Blick ist es immer gar nicht so einfach zu durchschauen. Bei Zuständigkeiten muss man immer danach gehen, wer ist der Träger des Archivs und in welcher Region ist es aktiv. Am besten, sich einen Überblick zu verschaffen, geht über das Archivportal D. Da habe ich jetzt auch mal diese Übersicht her, wo man mal die verschiedenen Archivsparten sieht, die wir hier in Deutschland zur Verfügung haben. Also staatliche Archive, natürlich auf Länderebene jeweils. Die können unterschiedlich heißen, Landesarchive, Staatsarchive, aber es sind immer die Archive, die sich um staatliche Unterlagen kümmern. Und natürlich staatliche Archive auf Bundesebene. Kommunale Archive, verschiedene Kategorien haben wir da, die Stadtarchive, Gemeindearchive und die Kreisarchive, die werden übrigens immer gerne vergessen in der Recherche. Kirchliche Archive, die kennen Sie sicherlich alle zu Genüge, die kleinen Pfarrarchive, aber natürlich auch die großen zentralen Kirchenarchive, wie zum Beispiel das Evangelische Zentralarchiv in Berlin. Herrschafts- und Familienarchive, Wirtschaftsarchive, da eben vor allem auch Unternehmensarchive oder Archive der Industrie- und Handelskammern. Dann Archive der Parlamente, auch wieder auf Landesebene natürlich für die Landtage und auf Bundesebene für den Bundestag. Auch die Parteien haben ihre eigenen Archive. Medienarchive, also sprich die Rundfunkarchive und so weiter. Und Archive der Hochschulen, also der Universitäten und anderer wissenschaftlicher Institutionen. Die stehen also alle zur Verfügung und können tatsächlich alle auch interessante Quellen bieten für die Ahnenforschung. Ja? Und da ich ja nun mal in Leipzig im Staatsarchiv arbeite, habe ich das als konkretes Beispiel ausgewählt. Wofür sind wir hier zuständig? Steht gleich oben, für die Unterlagen der Behörden, Gerichte und sonstigen öffentlichen Stellen im ehemaligen Direktionsbezirk Leipzig. Und was besonders ist, auch natürlich nicht nur für die heutigen Einrichtungen, sondern auch für deren historische Vorgänger. Außerdem lagern bei uns Unterlagen aus Herrschaften und Rittergütern. Das liegt daran, dass diese 1945 verstaatlicht wurden und deren Schriftgut samt Familienarchiven mitunter auch staatliches Eigentum wurde und in die Staatsarchive wanderte. In den alten Bundesländern ist es natürlich häufig noch in Privathand. Dann haben wir auch Schriftgut überraschenderweise, um die Leute noch mehr zu verwirren, von einigen Städten, und zwar von denen, die sich selbst nicht in der Lage sahen, geeignete Räumlichkeiten zu schaffen und auch geeignetes Personal zur Verfügung zu stellen. Deshalb lagern die Sachen bei uns. Wir haben Unterlagen von privaten und staatlichen Wirtschaftsbetrieben. Auch das hängt wieder mit der Enteignung 1945 von Unternehmen zusammen und mit dem Fakt, dass die Wirtschaft in der DDR staatlich war, also die ganzen VEB und die Kombinate, die Unterlagen liegen auch bei uns. Schriftgut von Parteien und Organisationen, natürlich ganz viel von der SED, aber eben auch von anderen Parteien, bei Organisationen zum Beispiel der FDGB. Das ist vielleicht interessant auch für so Personalakten und Mitgliedsakten. Ne? Dann Schriftgut von Vereinen, vor allen Dingen auch genealogischen Vereinen bei uns. Dann natürlich auch Schriftgut von Privatpersonen. Vor- und Nachlässe, Familienarchive. Und ich habe mal den Umfang aufgeschrieben. Ich will Sie heute Abend nicht zu sehr mit Schriftgutumfängen belästigen, aber das sind ungefähr 23.000 laufende Meter an Schriftgut, die wir allein bei uns im Staatsarchiv Leipzig verwahren. Das muss man sich vorstellen, ein laufender Meter sind ungefähr, also sind 9 Kartons, Archivkartons übereinander gestapelt, ein laufender Meter. Nur mal so zur Orientierung. Vielleicht noch was speziell zu unserem Referat, das Sie vermutlich am meisten interessiert an der Sache, das Referat 33, die Deutsche Zentralstelle für Genealogie und Sonderbestände. Ich glaube, in genealogischen Kreisen ist die Zentralstelle doch sehr bekannt. Wir verwahren 137 Familienarchive und genealogische Nachlässe. Und das sind 128 laufende Meter. Hinzu kommen familiengeschichtliche Sammlungen. Da habe ich auch nochmal den Gesamtumfang angegeben. Sehen Sie hier, da ist das Kernstück sicherlich, sind da die familiengeschichtlichen Sammlungen des Reichssippenamtes. Die haben sich ja nun auch weitestgehend rumgesprochen in genealogischen Kreisen. Also das sind vor allen Dingen die verfilmten Kirchenbücher, die also praktisch das Reichssippenamt hat anfertigen lassen in der NS-Zeit. Und diese Filme vor allen Dingen eben auch aus deutschen Siedlungsgebieten, wie der Bukowina oder Bessarabien und den ehemaligen deutschen Provinzen im Osten, also sprich Ostpreußen, Westpreußen, Pommern und so weiter.
Ja, und hinzu kommt das Archivgut genealogischer Vereine. Natürlich, das sagt der Name schon, dass der Zentralstelle natürlich, also der alten Zentralstelle, die 1904 gegründet wurde. Dann zum Beispiel der Verein Roland Dresden mit dem Leichenpredigtenkatalog und auch die Deutsche Ahnengemeinschaft, die die legendäre Astaka verursacht hat sozusagen. Ja, das kurz dazu und dann kann es losgehen. Aufgaben eines Archivs. Meistens ist es ja so, also habe ich den Eindruck, dass die Leute so das Bild haben, wir sind im Archiv, wir passen auf das Schriftgut auf, das da liegt und wartet. Und warten auf Anfragen und bearbeiten diese. Und das ist das, was wir tun. Dazu kommt natürlich ganz, ganz viel mehr. Und das würde ich an der Stelle gerne ein bisschen genauer erklären. Das Erste, was wir tun, das ist die vorarchivische Betreuung. Wir beraten also die anbietungspflichtigen Stellen bei der Schriftgutverwaltung. Das heißt, das, was ich eben bei der Zuständigkeit erwähnt habe, die Behörden und Gerichte, die müssen uns alles anbieten, was bei ihnen an Schriftgut entsteht. Und damit wir kein totales Chaos übernehmen, sind wir bemüht, schon im Vorfeld mit ihnen gut zusammenzuarbeiten, damit die ihre Schriftgutverwaltung gut organisieren und auch ja die Lagerungsmöglichkeiten vor Ort, dass wir da mal ein Auge drauf haben können und einfach beratend tätig sein können. Dazu gibt es auch Behördenbesuche natürlich. Wir zeigen auch den Mitarbeitern der Behörde, den Zuständigen, auch mal das Archiv, damit die eine Vorstellung haben. Und wie gesagt, das Ganze gilt der Vorbereitung einer reibungslosen Übergabe, weil wir wollen dann nicht irgendwann Berge von Schriftgut vor die Tür gekippt bekommen, mal ganz lapidar gesagt, sondern wirklich schon aufbereitet. Außerdem beraten wir auch Privatpersonen, also sprich zum Beispiel Nachlassgeber und Vereine. Für die besteht natürlich keine Pflicht, das uns anzubieten, im Gegensatz zu den Behörden. Ja, also erstmal, wie gesagt, bemühen wir uns schon im Vorfeld um das Schriftgut. Und dann geht es weiter mit dem Erfassen und Bewerten. Ich habe es gerade gesagt, die Behörden müssen uns alles anbieten. Das ist im Archivgesetz, im sächsischen Archivgesetz so festgelegt. Und zwar dann, wenn die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Das Schriftgut, wenn es abgeschlossen ist, verbleibt noch für eine gewisse Zeit in der Behörde. Meistens 10 Jahre, aber im Bereich Justiz zum Beispiel wesentlich länger. Und dann wird es eben dem zuständigen Archiv angeboten. Für manche Dinge erklären wir von vornherein, dass wir sie nicht sehen wollen, dass sie also dauerhaft vernichtet werden dürfen. Das gilt zum Beispiel für Belege und Ähnliches. Und damit kommen wir auch gleich zu einem entscheidenden Fakt. Diese Entscheidung, die Bewertung also von Schriftgut, das ist unsere schwierigste Aufgabe. Sie werden immer jemanden finden, der sich für etwas ganz Bestimmtes interessiert. Für alles gibt es Interessenten. Aber wir können nicht allen gerecht werden, das ist klar. Wir müssen also eine Auswahl treffen. Und da habe ich mal Zahlen dazu gewählt, damit man mal sieht, also das gesamte Sächsische Staatsarchiv hat 2020 über 28.000 laufende Meter Schriftgut angeboten bekommen. Wir haben übernommen davon 290 laufende Meter und das ist die Übernahmequote von 1,01. Das ist erstmal erschreckend, glaube ich. Das können sich viele auch so nicht vorstellen. Aber da bleibt uns gar keine Wahl, sonst wäre Leipzig in kürzester Zeit flächendeckend mit Magazinfläche für das Staatsarchiv zugebaut. Und da ist niemanden genutzt. Die Bewertung vielleicht noch an sich gesagt, erfolgt über Listen. Wir können uns nicht alle Akten einzeln angucken. Wir bekommen Listen von den Behörden, in denen das Schriftgut aufgeführt ist und mit Vorschlägen, ob wir es aufheben sollen oder nicht, wenn es zum Beispiel besonders viele Informationen enthält. Dann sagt die Behörde, das war ein wichtiger Fall. Dann geben die uns einen Tipp und daran können wir uns also auch orientieren. Wir entscheiden aber letztlich anhand der Liste. Ja, und das ist der Fakt dabei. Wir bauen das Geschichtsbild der kommenden Generation. Deshalb müssen wir uns auch genaue Bewertungsmodelle überlegen. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, Mathe fand ich schon immer doof, deshalb vernichte ich den gesamten Bestand des Instituts für Mathematik. Das wird als Begründung nicht durchgehen. Wir müssen uns also wirklich Gedanken machen, was heben wir auf? Wie bauen wir ein Bild, ein Geschichtsbild für unsere Nachkommen, das wirklich auch ein Bild unserer Gesellschaft aufzeigt? Wir müssen also so einen Querschnitt schaffen. Und da helfen uns die Bewertungsmodelle weiter. Und ich habe mal ein kleines Beispiel rausgesucht für Sie. Und zwar das Beispiel der Staatsanwaltschaft Leipzig. Das geht um die Anbietung von 2020. Da wurden also insgesamt 135.000 Ermittlungsverfahren angeboten. Also ein Jahrgang. Wir haben uns entschieden, 107 Verfahren zu übernehmen. Und das sind 0,08%. Bitte vergessen Sie bei der Zahl nicht, dass wir jedes Jahr
diese Anbietung bekommen. Und das kann auch mal mehr sein, sozusagen. Wir müssen also entscheiden. Dabei hat man sich natürlich überlegt, wie können wir da ein Bild schaffen, das Auskunft gibt, also das richtig Auskunft gibt sozusagen. Und da hat man gesagt, okay, wir überlegen uns Bewertungskriterien. Wir versuchen, eine Bandbreite an Delikten mit aufzunehmen. Wir gucken, die verschiedenen Strafmaße und Strafarten zu dokumentieren. Es werden übernommen Verfahren mit vielen Beteiligten, weil der Informationsgehalt sehr hoch ist. Man achtet auf das Alter der Person in Bezug zum Beispiel auf Jugendstrafen. Und ein Indiz, ein klassisches, ist auch eine lange Laufzeit der Akten. Das heißt, die Ermittlungen haben lange gedauert. Das Strafmaß war vermutlich sehr hoch, weil die Akten werden so lange also geführt, bis das abgelaufen ist oder zum Beispiel auch bis Geldstrafen abgegolten sind. Das ist also so ein klassisches Beispiel, was man bei einer Bewertung berücksichtigen kann. Man muss sich dabei immer vor Augen führen, was ich vorhin sagte. Man kann es nicht allen recht machen, aber wir bemühen uns wirklich für alle, was dabei zu haben. Ja, und jetzt kommt ein kleines Bild. Wenn die Akten zu uns kommen, kommen sie erstmal hier in diesem Raum an. Das ist unser Übernahmeraum, auch der Raum, wo die technische Bearbeitung durchgeführt wird. Sie sehen das also da hinten zum Beispiel, die reinen Werkbänke und Verpackungsmaterial. Das ist sozusagen der Ort, an dem das hier stattfindet. Ich habe vorhin gesagt, wir bewerten anhand von Listen. Also wir senden das an die Behörde zurück, unsere Bewertungsentscheidung. Und dann muss die Behörde Abgabeverzeichnisse erstellen. Also da stehen wirklich dann nur die Akten drin, die auch wirklich zu uns kommen. Die verpacken die Unterlagen auch vor Ort und transportieren sie zu uns. Bei uns erfolgt dann eine Eingangsrevision. Also wir müssen genau wissen, ist wirklich alles angekommen, was wir wollen. Und dann wird das Ganze erstmal eingelagert. Die Vorstellung, dass sich jetzt alle Mitarbeiter auf die neu angekommenen Akten stürzen, um sie erschließen zu dürfen, die muss ich Ihnen leider nehmen, weil das sind solch große Mengen und wir sind tatsächlich so wenig Personal, dem können wir nicht gerecht werden. Also wir haben eindeutig Erschließungsrückstände, das muss man ganz klar sagen. Da kommen wir kaum hinterher, ne? Aber wir geben unser Bestes. Ja, die Behörde ist außerdem verpflichtet, dauerhaft aufzubewahrende Kassationslisten zu erstellen und außerdem auch die Unterlagen zu vernichten, die wir nicht ins Archiv übernehmen. Und zwar so, dass es datengeschützt verläuft natürlich. Die Kassationslisten sind insofern ganz interessant, dass man dann später sieht, was man eben nicht mehr hat. Wenn es dann soweit ist, Mitarbeiter also freie Kapazitäten haben, dann beginnt die Erschließung, also das Ordnen und Verzeichnen der Unterlagen. Das Ordnungsprinzip, was im Archiv umgesetzt wird, ist das Provenienzprinzip. Das heißt also, alles, was von einer Stelle kommt, von einer Behörde, das bleibt im Archiv auch zusammen. Genauso wie auch ein Nachlass natürlich zusammenbleibt. Wir werden den nicht auseinanderreißen und sachgebietsmäßig verteilen, ne? Dieser Bestand, dieser Einheitsbestand, der wird dann in unsere Tektonik eingepasst. Das ist sozusagen die Gesamtgliederung des Archivs. Die ist so nach zeitlichen Abschnitten. Und ich zeige die nachher auch nochmal, wie die bei uns aussieht. Ja, es wird also der Bestand gebildet und dieser Bestand erhält eine Klassifikation. Also er wird in Sachgruppen geordnet, sodass Sie, wenn Sie zum Beispiel gucken wollen, nach Konkursen ganz gezielt in die Sachgruppe Konkurse reingehen können, beim Amtsgericht zum Beispiel. Und dann in diesen Sachgruppen tauchen dann die einzelnen Akten auf mit ihren Verzeichnungsangaben. Das kennen Sie sicherlich aus Ihren eigenen Recherchen. Jede Akte bekommt zur eindeutigen Identifizierung eine Archivsignatur, einen Titel. Bei dem Titel vielleicht noch gesagt, es ist nicht so, dass wir immer die Titel übernehmen können, die auf den Akten draufstehen. Manchmal ist was anderes drin, als draufsteht. Und oft ist es auch nicht so geeignet für die Informationsvermittlung an den Benutzer. Und wenn Sie zum Beispiel Akten haben, erschließen am Tag aus dem 18. Jahrhundert, das sind Aktentitel, da wissen Sie am Ende nicht mehr, was Sie am Anfang gelesen haben. Mal ganz davon abgesehen, dass diese Ausdrucksweise eine vollkommen andere ist, ein anderer Sprachgebrauch. Das muss man anpassen. Ja, die Laufzeit wird aufgenommen und dann enthält Vermerke, die so Besonderheiten zum Beispiel aufführen oder das, was am meisten in der Akte enthalten ist. Ziel dieser ganzen Sache ist natürlich die Erstellung eines Findbuchs und die Online-Stellung der Verzeichnungsangaben, damit für die Benutzer eine Recherche von außen möglich ist. Ja, wir wollen die Akten auch natürlich erhalten, also Bestandserhaltung. Da geht es dann erstmal los mit der technischen Bearbeitung. Das passiert eben häufig noch in diesem Vorordnungsraum. Das heißt, wir entnehmen alle Unterlagen aus den Ordnern, wir entfernen alle Metallteile und jetzt bitte ich um Ihr Mitleid an der Stelle. Erinnern Sie sich, wie oft auf den Tacker gehauen wird und wie oft im Büro Büroklammern sozusagen verwendet werden. Es ist richtig viel und das müssen wir alles wieder rausmachen.
weil das Metall natürlich Papier angreift. Klarsichtfolien sind auch nicht beliebt bei uns, muss auch alles raus, die Haftnotizen wegen der Klebeflächen. Eventuell erfolgt eine Reinigung mit Bürsten und Radierschwämmen. Die Sachen werden umverpackt in säurefreie Dreiklappmappen und Archivkartons. Das Ganze wird etikettiert, also die Mappen und die Kartons mit Bestandsname und Signatur. Und dann gelangt das Ganze ins klimatisierte Magazin. Und natürlich sind wir auch bemüht, restauratorisch zu arbeiten, um die Unterlagen zu erhalten. Und das ist unsere Restaurierungswerkstatt, in die Sie hier einen Blick werfen können. Diese Bilder stammen übrigens aus der Panoramatour auf unserer Website, die man also besuchen kann, also einen Gang durch unser Archiv machen kann. Ja, also hier vorne der Trockenbereich, hinten der Nassbereich, in dem unser Restaurator also so grundlegende Dinge, die vor Ort möglich sind, umsetzen kann. Vielleicht noch ein bisschen genauer. Also einige Maßnahmen der Konservierung und Restaurierung können wir bei uns durchführen, andere nicht. Also nach außen müssen wir zum Beispiel eben Unterlagen zur Massenentsäuerung. Die bekämpft das im Archiv am häufigsten vorhandene Schadensbild, den Papierzerfall, der dadurch bedingt ist, dass halt Säure im Papier ist, Holzschliff, das Chlorbleiche angewendet wurde. Dagegen kann man etwas tun gegen diesen Zerfall, gegen die Verbräunung und gegen die Absplitterung des Papiers. Allerdings ist es teuer und es ist nur im begrenzten Maß für uns möglich. Das gilt auch für die Papierspaltung, die man anwendet, zum Beispiel beim Tintenfraß, um das Papier wieder zu stabilisieren. Intern können wir zum Beispiel Unterlagen, die gerollt vorliegen oder gefaltet, können wir planlegen. Man kann Risse schließen mit Japanpapier, zum Beispiel Risse und Fehlstellen, unter anderem Dinge einbinden. Ja, was wir im Bereich Bestandserhaltung auch machen, ist natürlich Verfilmung und Digitalisierung, soweit es uns möglich ist. Dazu sage ich später nochmal genauer was. Und das ist auch ganz klar, ja. Also Bestandserhaltung ist das kostenintensivste Arbeitsgebiet im Archiv. Wir könnten viel, viel mehr Geld gebrauchen dafür. Ja, Digitalisierung habe ich gerade gesagt. Das ist ja immer so ein heißes Thema. Ich verstehe also die Benutzer sehr gut, die von zu Hause aus online recherchieren möchten in den Akten selbst. Dieses Diagramm von der Frau Plüttich erstellt, zeigt mal geschätzt, wie der Digitalisierungsstand von Archivgut in Deutschland ist. Es ist jetzt ein bisschen deprimierend, nehme ich mal an. Aber das ist der Sachstand. Und woran liegt es jetzt? Natürlich am Personal, natürlich. Man muss genügend Leute haben, die das machen. Es ist ja nicht nur mit dem Einscannen und Digitalisieren an sich getan, sondern die Daten müssen gepflegt werden. Es muss genügend Speicherkapazität vorhanden sein. Und es besteht ja auch der Fakt, die Sachen sind zwar eingescannt, aber sie sind dadurch noch nicht recherchierbar. Sie müssen erst sozusagen indiziert sein oder durch Programme wie Transkribus lesbar gemacht werden, also recherchierbar gemacht werden. Auch das verursacht natürlich wieder Kosten. Ja, um uns jetzt wieder zu ermuntern, zeige ich mal, was die Restaurierung so kann. Ich weiß nicht, ob Sie es auf den ersten Blick erkennen, was das eigentlich ist. Das kennen wir alle aus dem täglichen Gebrauch. Das ist Toilettenpapier, ne? Und das ist eine ganz besondere Archivalie. Das ist ein Tagebuch. Das hat der Walter Vollrath erstellt. Und zwar während seiner Kriegsgefangenschaft in Frankreich hat er Tagebuch geführt und er hatte kein anderes Papier zur Verfügung, sodass er Toilettenpapier benutzt hat. Den Stift, den er benutzt hat, hat er gegen Zigaretten eingetauscht. Und diese Papiere hier, die hat er praktisch bei seiner Entlassung um seine Waden gewickelt und in die Stiefel mit reingetan, weil er hätte kein Schriftgut mitnehmen dürfen. Das war verboten. Und deshalb sieht das Ganze jetzt so aus, wie es aussieht. Die Familie hat sich sehr bemüht, das pfleglich zu verwahren. Und dieses Tagebuch haben wir bekommen im vorletzten Jahr von der Tochter des Herrn Vollrath, die gerne die Unterlagen ihres Vaters verwahrt wissen wollte. Ja, so sahen sie also aus, als sie bei uns anlangten. Dann kam der Restaurator ins Spiel. Er hat das Ganze sozusagen geglättet, vorsichtig geglättet. Und Sie sehen, hier sind an den Risskanten natürlich Fehlstellen und auch am Rand. Und die konnte er bei uns vor Ort dann anfasern und stabilisieren. Damit ist schon mal viel getan. Und das ist tatsächlich auch ein Dokument, was zur Digitalisierung vorgesehen ist, weil es natürlich so trotzdem nicht benutzt werden kann. Es ist viel zu fragil. Sie sehen, das Schriftbild ist gut, aber das Material gibt eine Benutzung nicht her. Deshalb ist eine Digitalisierung vorgesehen. Und es ist eine sehr spannende und außergewöhnliche Quelle natürlich. Der nächste Arbeitsbereich, den wir bedienen, ist die Öffentlichkeits- und historische Bildungsarbeit in, muss man ja schon sagen, vor Corona-Zeiten und jetzt hoffentlich bald wieder nach Corona-Zeiten, gibt es also Führungen, Vorträge, wir bringen Publikationen raus. Es gibt Ausstellungen, die auch online, und die kann ich auch nur empfehlen auf unserer Website, die sind echt spannend.
Dann gestalten wir Seminare an der Universität Leipzig mit und auch an den Hochschulen Leipzigs. Wir unterstützen Projekte der historischen Bildungsarbeit, also zum Beispiel sehr engagiert die Stolperstein-Projekte in Leipzig. Und wir bieten Workshops an. Unter anderem auch online in diesem Jahr ist das bereits gelaufen für die Provenienzforschung. Das ist ja zurzeit ein ganz heißes Thema. Die Museen durchforsten ihre Bestände nach Raubkunst sozusagen. Und wir haben sozusagen die Provenienzforscher, das war unser Anliegen, fit gemacht für eine Recherche in den Archiven. Ja, es wurde vorhin schon angesprochen. Natürlich sind wir auch froh über die Kooperation mit dem Verein für Computergenealogie. Da haben wir schon einige Projekte umsetzen können. Das erste waren ja die historischen Adressbücher. Das ging 2013 los. Also unsere Sammlung historischer Adressbücher, die eingescannt wurde von Ihnen und dann also online zugänglich gemacht. Also die Daten online recherchierbar. Da wird ja auch immer noch eifrig an der Adressbuchdatenbank gearbeitet. Die Kartei Leipziger Familien, das kennen sicherlich inzwischen auch alle, die unsere ehemalige Frau Moritz erstellt hat aus Kirchenbüchern und Ratsleichenbüchern der Stadt Leipzig. Und die Kartei der Leipziger Kreisamtstestamente, die ja jetzt auch gerade sozusagen durch ist mit der Erfassung. Das heißt, wir freuen uns immer, wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten können, ganz einfach, weil dadurch Dinge möglich sind, für die wir in unserem Berufsalltag keine Zeit haben und wo wir sehr froh sind, dass die Daten dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sind. Denn uns ist ja auch nicht damit geholfen, wenn die im Magazin liegen und niemand sie nutzen kann. Ja. Benutzung ist das Stichwort. Das ist unser Benutzersaal, unser Lesesaal und vorne unser Empfang, wo man also ankommt, wenn man zur Benutzung zu uns kommt. Und wäre natürlich schön, wenn Sie uns auch mal besuchen. Ja, und da sind wir im nächsten Arbeitsbereich, Benutzung und Recherche. Ich glaube, das ist der Bereich, den die meisten Leute sozusagen auf dem Schirm haben, wenn es um Archiv geht. Was machen wir da eigentlich? Also wir erteilen telefonische Auskünfte, die aber nur zu grundsätzlichen Dingen. Detailreich können die nicht sein, weil wir natürlich keine Recherchezeit haben am Telefon. Wir erteilen schriftliche Auskünfte per E-Mail und auf dem Postweg. Und natürlich haben wir Dienst im Benutzersaal. Und um mal eine Zahl zu nennen, für unser Referat, also insgesamt hatten wir 2019 1217 Anfragen zu bearbeiten. Davon waren 581 familienkundlich. Und der Rest sozusagen wissenschaftlich und privat. Und das Staatsarchiv Leipzig insgesamt hat 2019 2415 Anfragen bearbeitet. Das so mal als statistischer Hintergrund. Wie läuft jetzt eine Recherche durch uns und auch natürlich durch Sie ab? Als allererstes muss man sich immer erstmal fragen, wenn man ein Recherchethema hat, welche Behörde, welche Einrichtung, welches Unternehmen war dann in meinem Recherchezeitraum, in welchem Gebiet mit diesem Sachverhalt beschäftigt? Denken Sie dabei ans Provenienzprinzip, was ich vorhin erwähnt hatte. Zu beachten ist dabei natürlich die Gesetzgebung des Recherchezeitraums, das ist eine andere als heute. Auch der Verwaltungsaufbau ist ein anderer als heute. Die Behörden hießen anders, es gab andere Zuständigkeiten. Dabei bitte auch an das vorhin schon erwähnte Thema Aufbewahrungsfristen denken. Viele Unterlagen, vor allen Dingen in der Justiz, liegen sehr lange in den Amtsgerichten. Also allein zum Beispiel die Nachlassakten liegen 100 Jahre dort. Da können Sie sich vorstellen, also wenn Sie recherchieren zu einer Nachlassangelegenheit von 1925, bitte müssen Sie sich noch an das Amtsgericht wenden. Die Sachen sind noch nicht im Archiv. Genauso auch Adoptionsunterlagen. 120 Jahre liegen die bei den Behörden, bevor sie uns überhaupt angeboten werden. Bei uns im Archiv sind dann auch noch die Schutzfristen zu beachten für die Einsicht. Und dazu komme ich später noch. Wichtig ist natürlich, dass Sie erstmal eine eigene Recherche auf den Internetseiten der Archive vornehmen. Das tun Sie ja auch alle. Bitte bedenken Sie dabei, nicht alle Verzeichnungsangaben aller Bestände sind online recherchierbar. Je kleiner ein Archiv, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass es keine eigene Website hat und auch keine Beständeübersicht. Also immer auch vor Ort nachfragen. Und auch der Digitalisierungsstand natürlich, der ist entsprechend gering. Man findet nicht alles online. Bei Ihrer Suche, das machen wir alle so, wir sehen den Suchschlitz und automatisch hauen wir den Personennamen rein. Und dann wundern wir uns, wir finden nichts, obwohl doch was in dem Archiv sein müsste. Das kann dadurch passieren, dass der Aktentitel keinen konkreten Bezug zu der Person in der Akte setzt. Das ist als Beispiel mal, Sie suchen einen Herrn Bauer und finden ihn nicht. Sie wissen aber, der hat in dem Betrieb gearbeitet und da muss auch irgendwas sein. Den finden Sie nur nicht, weil die Personalakte erschlossen ist über einen Buchstabenbereich A bis B. Sie können Herrn Bauer zwar finden,
aber nur, wenn Sie in dieser Akte mit dem Titel suchen. Sein Name ist nicht mit aufgenommen. Dann gibt es natürlich noch sowas wie Akten, wo die Leute über Funktionen erfasst sind, zum Beispiel Friedensrichterlisten oder, was haben wir noch? Schöffen- und Geschworenenlisten, Besetzung von Lehrerstellen oder ganz allgemeine Aktentitel, Disziplinarangelegenheiten. Natürlich kann der Uropa da drin stecken, der zu schnell gefahren ist und betrunken auch noch war und obwohl er Lehrer war. Das kann sein, das entnehmen Sie nur nicht dem Aktentitel. Bitte beachten Sie bei den Recherchen auch den Sprachgebrauch des Recherchezeitraums. Viele Begriffe, die in den Aktentitel drinstehen, würden wir heute nicht mehr verwenden. Ich sage jetzt mal den Begriff Volksschädling. Eindeutig aus der NS-Zeit, würde heute niemand mehr sagen, aber er war zu dem Zeitpunkt ein gängiger Begriff in der Rechtsprechung, ein Verurteilungsgrund. Und deshalb taucht er auch in Aktentiteln auf, genauso wie der Begriff Rassenschande. Was auch passieren kann, sind einfach Übertragungsfehler bei den Namen. Ich nehme mal das Beispiel Walter. Da geht das H verloren im Walter und schon finden Sie ihn nicht. Also immer verschiedene Schreibweisen austesten. Und bei jüdischen Namen ist es zum Beispiel so, dass man einerseits die jüdischen Namen hat und dann den deutschen. Da wird zum Beispiel aus dem Fischel der Fritz. Muss man auch bedenken. Wie läuft das jetzt? Bitte, wenn Sie ins Archiv wollen, stellen Sie die schriftliche Anfrage vor dem Besuch im Archiv. Telefonisch, wie gesagt, sind kaum konkrete Aussagen möglich. Und wenn Sie bei uns vor der Tür stehen und sagen, ich hätte jetzt gern alles zu dem und dem Thema, können wir so auf die Schnelle nicht reagieren. Ihre Anfrage sollte also alle relevanten Daten, die Ihnen bekannt sind, zu Personen, Orten, Themen enthalten, damit wir so viele Ansatzmöglichkeiten für eine erfolgreiche Recherche haben wie möglich. Und es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie bereits online ermittelte Akten uns schon mitteilen, damit wir nicht Doppelarbeit haben. Ja, und dann ist die Benutzung da und das ist immer auch ein ganz heißes Thema. Also hier wie bei uns in Leipzig im Staatsarchiv verfügen inzwischen also auch über Buchscanner, die man sozusagen der Benutzer in Eigenregie und Selbstbedienung nutzen kann und dort Scans anfertigen kann. Für viele Akten geht inzwischen auch das Fotografieren per Handy. Also man muss nicht mehr unbedingt Repo-Aufträge erteilen. Der Archivbesuch ist fest geplant. Sie vereinbaren also einen Termin. Denken Sie noch an Corona-bedingte Sonderregelungen. Bei uns ist es so, dass man also praktisch sich anmelden muss und danach die Bestätigung abwarten, dass man wirklich kommen kann, sonst kommt man nicht rein. Die Archivalien müssen vorbestellt werden, die Sie einsehen möchten, mit den entsprechenden Angaben. Auch hier wieder an die Schutzfristen denken. Dann Benutzungsanmeldung ausfüllen, das geht ja häufig schon online. Beachten Sie die Aushebezeiten, also bei uns ist es zum Beispiel 9 und 13 Uhr, da werden die Akten aus dem Magazin geholt. Reservieren Sie ein Filmlesegerät, die sind bei uns auch immer heiß begehrt, also rechtzeitig anrufen und über Kopiermöglichkeiten informieren. Und natürlich über die Gebühren, auch das ein heißes Thema. Ich sage vielleicht mal beispielsweise, immer ins Gebührenverzeichnis gucken. Bei uns ist es so, wenn wir recherchieren für Sie in der Akte, kostet eine Viertelstunde, eine angefangene Viertelstunde 12 Euro. Aufgrund unserer dünnen Personaldecke dürfen wir maximal oder sollten wir maximal nur 45 Minuten recherchieren. Das ist nicht viel, wie Sie wissen. Ja, was kann ich denn so finden an Quellen? Ich zähle das jetzt nicht alles einzeln auf. Viele Dinge kennen Sie ja auch schon. Die Kirchenbücher natürlich kennt jeder in den kirchlichen Archiven. Den Sonderfall Staatsarchiv habe ich vorhin schon erläutert. Personenstandsregister in den kommunalen Archiven, außer die Zweitbücher nach 90, die gehen an staatliche Archive. Hier die langen Fortführungsfristen bitte beachten. Das wissen Sie, ne? Also zum Beispiel 80 Jahre nach der Heirat werden die Sachen erst beim Standesamt sozusagen nicht mehr fortgeführt und gelangen ins Archiv. Meldeunterlagen, die sind eigentlich auch in kommunaler Zuständigkeit, aber sind Ausnahmen möglich. Bei uns zum Beispiel im Staatsarchiv Leipzig liegt die alte Einwohnermeldekartei der Stadt Leipzig, weil damals einfach das Polizeipräsidium zuständig war. In den Universitätsarchiven sind natürlich die Matrikeln interessant. Und ich lege Ihnen jetzt nochmal wärmstens ans Herz, nicht immer nur an Kirchenbücher, Personenstandsregister und so denken, sondern auch wirklich an die staatliche Überlieferung. Da ist unheimlich viel Information zu Personen, sind unheimlich viele Informationen zu ermitteln zu Personen. Also ich habe hier nur eine Auswahl getroffen, die ältesten Quellen, die Gerichtsbücher, die übrigens im Staatsarchiv auch mitten in der Digitalisierung stecken. Unheimlich viele Informationen über zum Beispiel Nachlässe, Kaufverträge und so weiter drin. Zinsregister, Schulschriften, Heimat- und Passangelegenheiten. Wir haben die Unterlagen der Heil- und Pflegeanstalten.
Also da die Patientenakten. Wir haben natürlich auch Unterlagen aus Gefängnissen, also aus Haftanstalten, da haben wir die Gefangenenakten, viele Personalakten und so weiter. Und außerdem natürlich an die Wirtschaft denken. Ich habe es vorhin gesagt, in den neuen Bundesländern in den Staatsarchiven, sonst heute in den Unternehmensarchiven und auch in den Wirtschaftsarchiven. Überlieferungen von Parteien liegt in der DDR für die SED zum Beispiel in den Staatsarchiven und heute also in den Parteiarchiven. Vereinsüberlieferungen bei den Vereinen oder in Staats- oder Kommunalarchiven. Und die Nachlässe, die können im Prinzip überall sein. Und dann kommen wir jetzt zu einem ganz brisanten Thema, das Sie irgendwie alle hoffentlich schon mal beschäftigt hat, nämlich der genealogische Nachlass. Meistens bekomme ich das mit dieser Thematik zu tun schon in einem etwas traurigen Zusammenhang. Das hängt damit zusammen, der Genealoge kann sich so schwer trennen. Es gibt immer noch irgendwas zu erforschen, es gibt immer noch ein Datum zu überprüfen und so weiter. Und man kann, wie gesagt, nicht den richtigen Absprung finden. Und dann stellt man irgendwann fest, dass man seine eigenen Nachkommen sich nicht wirklich für die Materie interessieren. Und man möchte die Arbeit der vielen Jahre natürlich erhalten wissen. Und deshalb lege ich Ihnen ans Herz, kümmern Sie sich rechtzeitig. Eine Definition, auch von Frau Thekla Kluttich, schon mal veröffentlicht in der Zeitschrift Computergenealogie. Das war, glaube ich, ja 2011 ist es gewesen. Und da ist mal definiert, was es denn eigentlich ist. Ne? Es ist also erstmal eine Sammlung natürlich der Forschungsergebnisse, aber auch, wie man hier sieht, der Originale, die in der Familie verwahrt werden. Und das ist mir ganz wichtig. Ich habe ja gerade gesagt, oft wird der genealogische Nachlass, wird gesagt, Mensch, keiner interessiert sich dafür, meine Unterlagen werden sicherlich im Container landen. Das traut man also den Kindern nicht zu, sich darum zu kümmern, aber die Originale lässt man in der Familie, obwohl man ja eigentlich sagt, naja, das könnte schiefgehen. Das ist ein bisschen schade, weil es wertet natürlich den Nachlass auf und von den Fotografien zum Beispiel kann man ja jederzeit, also man kann alles digitalisieren, man kann Scans anfertigen, man kann Ausdrucke machen, die sind immer wieder für die Familie zu greifen. Aber die Originale wären halt geschützt im Archiv unter optimalen klimatischen Bedingungen. Also immer überlegen, was Sie ins Archiv geben wollen. Und vielleicht nochmal gesagt, Gegenständliches gehört nicht in den genealogischen Nachlass, ausgenommen natürlich sowas wie Orden oder Ehrenzeichen. Ausnahmen bestätigen die Regel, das sehen Sie dann gleich. Wie sollen Sie das Ganze lagern? Schon bei sich zu Hause. Am besten bei konstanten klimatischen Bedingungen. Mir ist vollkommen klar, dass kaum jemand von Ihnen ein eigenes Magazin für Unterlagen zu Hause hat, das klimatisiert ist. Dies gilt die Faustregel, so kühl und so trocken wie möglich. Möglichst keine großen Schwankungen. Legen Sie das Ganze in Mappen oder Ordnern ab, versehen Sie es mit laufender Nummer, machen Sie einen Titel und die Laufzeit deutlich. Verzichten Sie bitte auf Klarsichthüllen, wenn es geht, oder das Laminieren, weil wir müssen das alles wieder aus den Sachen rausholen und das ist dann häufig sehr viel und es kostet ja auch Ihr Geld sozusagen, wenn Sie das anschaffen. Verzichten Sie auf Heft- und Büroklammern, habe ich vorhin gesagt. Verwenden Sie holz- und säurefreies Papier und bitte stecken Sie nicht so viel Geld in die Extra-Anfertigung von Ordnern. Viele machen ihre Familienchronik in wunderbare Ledereinbände oder in Kunstledereinbände mit Goldschnitt und sonstigen. Der Ordnerinhalt wird bei uns generell umverpackt. Es wäre schade, wenn das weggeworfen werden muss. Also überlegen Sie es sich genau. Dann die elektronischen Unterlagen, die Sie haben, bitte in gängigen Formaten speichern und sichern. Bei Ihnen ist es natürlich das gängige Format, die GEDCOM-Datei. Natürlich geht auch PDF-Format, JPEG. Und auch da gilt kein unnötiger Schnickschnack, sage ich jetzt mal so ganz lapidar. Also keine einfliegenden Grafiken und sonstiges. Das macht die Erhaltung umso schwerer. Beispiele, wie Nachlässe bei mir ankommen. So zum Beispiel. Ich habe vorhin gerade gesagt, Gegenständliches kommt nicht zu uns ins Archiv. Das ist jetzt hier die Ausnahme von der Regel. Hier handelt es sich um die Familienchronik der Familie von Kreller zu Krehling. Und die habe ich im letzten Jahr übernommen. Und die ist auch so bei mir angekommen, in dieser Holzkiste. Ich habe dann zusammen mit dem Restaurator den Deckel aufgestemmt, weil der zugenagelt war. Und Sie sehen, es ist auch ganz war in Ölpapier eingepackt. Das ist offensichtlich der originale Verpackungszustand. Durch die Familie wissen wir, dass diese Kiste von einem französischen Kriegsgefangenen angefertigt wurde, der auf dem Gut der Familie arbeitete. Und ja, also so fanden wir es jetzt auch vor. Und wir haben dann beschlossen, diese Kiste als Zeitzeugnis mit beim Bestand zu lassen. Ja, nicht nur die Chronik, sondern auch das Behältnis. So kommt auch genealogischer Nachlass bei mir an. Dadurch, Sie sehen, da hat eindeutig jemand das Gewicht gnadenlos unterschätzt und ist jetzt nicht ganz so optimal. So
So kommt es auch an. Das macht jetzt vielleicht einen nicht ganz so schönen Eindruck, aber die Sachen waren alle schön geordnet. Häufig noch in den Originalordnern von 1934, als also der Ahnennachweis erbracht werden musste durch die Familie. So gelangen die Sachen halt zu mir. Und im Vorfeld sollte man sich immer Gedanken machen, was habe ich hier eigentlich vor mir? Was will ich ans Archiv geben? Wirklich nur einen genealogischen Vor- oder Nachlass? Das heißt also, wo es vor allen Dingen wirklich nur, wo nur die Forschungsunterlagen und die Nachweise enthalten sind? Oder aber wird es ein richtiger Vor- oder Nachlass? Das bedeutet, alles, was in Ihrer Tätigkeit, auch in Ihrer beruflichen zum Beispiel, entstanden ist, was Sie noch haben, was also oder in Ihrer Vereinstätigkeit würde damit eingehen. Oder aber ein Familienarchiv, wo viele Familienmitglieder sozusagen nachgewiesen sind. Und auch in jedem Nachlass können genealogische Forschungen enthalten sein. Aber es geht immer darum, was überwiegt und was ist dokumentiert. Mein lieber Kollege Herr Kühn, der auch selber genealogisch sehr interessiert ist, hat für unsere genealogischen Nachlässe eine Gliederung entwickelt. Da gibt es also auch noch einen Teil 2, der gleich kommt. Dazu will ich jetzt gar nicht genauer was sagen. Wenn Sie also ein Gliederungsschema brauchen und das mal sehen möchten und genauer betrachten möchten, können Sie sich also gerne an uns wenden. Wir haben so eine Handreichung für genealogische Nachlässe, dann kann man Ihnen das zukommen lassen. Diese Sachen müssen nicht alle belegt sein, aber sie können natürlich belegt sein. Und deshalb wollten wir so ein Ordnungsschema vorgeben. Das ist also Teil 2 der ganzen Angelegenheit, wie gesagt. Also es ist nur eine Vorgabe, danach kann man sich orientieren. Es müssen nicht alle Punkte belegt sein. Was sind jetzt die Voraussetzungen zur Übernahme in ein Archiv? Ja, erstmal muss das Archiv natürlich zuständig sein. Also da müssen Sie gucken nach dem Rechtsträger, eben Kommune, staatlich, je nachdem, und die Region. Es macht keinen Sinn, wenn Sie im Ruhrgebiet leben und dort die Familienforschung sich abspielt, wenn Sie das Ganze ins Archiv nach Greifswald geben. Also da immer den Bezug bewahren. Entscheidend natürlich die Archivwürdigkeit, das habe ich vorhin angesprochen. Am wichtigsten sind zuverlässige Quellennachweise. Das wissen Sie selber. Genealogische Forschungsunterlagen ohne Quellennachweise sind eigentlich wertlos. Es geht auch darum, nur relevante Reproduktionen zu verwahren. Denn zum Beispiel Familienforscher sind ja immer auf der Jagd nach spezieller genealogischer Literatur. Und es gibt so Spezialwerke, und die sehr begehrt sind. Und davon hat sich dann jeder eine Reproduktion angefertigt. Und die finden wir dann in jedem Nachlass. Das ist natürlich nicht archivwürdig dann. Zumal wir das Original wahrscheinlich in unserer genealogischen Bibliothek haben. Dubletten können raus, ne? Und wir übernehmen keine Splitterüberlieferung. Also wir wollen schon das ganze Bild deutlich machen. Wichtiges Kriterium ist die Benutzbarkeit. Das heißt, es muss sich in einem Ordnungszustand befinden, mit dem wir umgehen können. Jeder denkt ja immer von sich, er hat das ultimative Ordnungssystem gefunden. Das fängt beim Schreibtisch an, geht über die Garage bis zum Küchenschrank. Und auch für den genealogischen Nachlass gilt das. Und die Kinder können dann damit nicht umgehen und der Archivar auch nicht, weil er es nicht versteht. Also immer eine Ordnung wählen, die nachvollziehbar ist. Rechtsfragen müssen geklärt sein. Gehört der Nachlass wirklich nur Ihnen? Können Sie einfach so darüber verfügen? Und die Formate müssen gängig sein. Das erwähnte ich ja vorhin schon. Wenn Sie also abgeben möchten an ein Archiv, natürlich zunächst die Kontaktaufnahme. Fragen Sie nach den Modalitäten. Soll es eine Schenkung werden oder ein Depositum? Wir im Staatsarchiv sind auf Schenkung orientiert, weil Deposita immer das Risiko bergen, dass wir viel Arbeit reinstecken und das Ganze irgendwann wieder aus dem Archiv abgezogen wird. Fragen Sie nach einem Muster des Vertrages und des Anbietungsabgabeverzeichnisses. Fragen Sie nach Anforderungen zu Ordnung und Verpackung. Und fragen Sie auch nach Verpackungsmaterial. Also wir machen das auch, dass wir den Leuten schon Verpackungsmaterial zur Verfügung stellen, damit wir das Ganze schon so ins Haus kriegen, wie wir es dann einlagern würden. Und über den Transport muss natürlich geredet werden. Wie sieht ein Schenkungsvertrag aus? Da will ich nur ganz kurz eigentlich auch was dazu sagen. Der sieht natürlich in den einzelnen Archiven unterschiedlich aus. Aber drinstehen müssen immer natürlich die Vertragspartner. Die unentgeltliche Schenkung wäre schon ein wichtiger Fakt angesichts der klammen Kassen der Archive. Dann natürlich wichtig, dass ein Verzeichnis beiliegt, was wirklich ans Archiv gegangen ist. Die Versicherung, alleiniger Eigentümer zu sein und den Transport zu übernehmen. Aber da kann man auch Kompromisse schließen. Wir verpflichten uns, die archivwürdigen Unterlagen zu übernehmen, zu verwahren und sie auch ordentlich zu erschließen und benutzbar zu halten. Und wir haben dafür das uneingeschränkte Nutzungsrecht. Die Benutzung richtet sich natürlich nach den Vorgaben im Archivgesetz aus. Und da sehen Sie, also wir müssen natürlich, und das gilt für genealogisches Schriftgut ja in erster Linie, nach den Schutzfristen für personenbezogenes Archivgut richten. Und die Unterlagen werden erst freigegeben 10 Jahre nach dem Tod einer Person.
wenn der nicht bekannt ist, 100 Jahre nach der Geburt. Oder aber eben, wenn mehrere Personen genannt sind und man kommt zu keinem Ergebnis 60 Jahre nach der Entstehung der Unterlagen. Bedenken Sie das bitte bei der Erstellung Ihrer Ahnenlisten und Ihrer Familienchroniken. Wenn Sie zum Beispiel bei Ihren Enkelkindern ansetzen und diese angeben als Probanden, dann liegen unendlich lange Schutzfristen auf diesem Material und es ist nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Hat man oft zum Beispiel, ich hatte neulich den Fall, da hatte ich auch eine Familienchronik, macht die erste Seite auf und es guckt mich ein zahnloses Schulkind an aus dem Jahr 2017. Jetzt können Sie sich selber ausrechnen, wir wünschen dem Kind ja ein langes Leben, wie lange die Unterlagen nicht zugänglich sein werden. Also immer, wenn Sie können, auch die Enkel zum Beispiel natürlich mit aufnehmen, aber dann in einer separaten Akte, die wir einfach unter Schutz stellen können. Alles andere, was zugänglich sein kann, bitte separat. Und hier mal ein praktisches Beispiel am Schluss. So sieht das dann bei uns aus. Das ist also jetzt mal ein Nachlass, wie er auf unserer Website erscheint. Auf der linken Seite sehen Sie mal jetzt einen Ausschnitt aus unserer Tektonik, wie die also aufgebaut ist, nach historischen Abschnitten und nach bestimmten Sachgruppen. Und hier sind Sie auf dem Bestandsblatt von dem genealogischen Nachlass von Frau Rudolfi. Und Sie sehen da oben so viele Reiter und wir sind jetzt im Reiter Einleitung. Und da sind mal Informationen zu Frau Rudolfi. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir was übernehmen, immer schon gleich einen Lebenslauf und Informationen zur Person erhalten, damit wir eine gute, fundierte Einleitung schreiben können. Informationen zur Bestandsgeschichte gibt es, Überlieferungsschwerpunkte sind genannt und Hinweise zur Benutzung. Und hier zum Beispiel ist gesagt, dass Unterlagen der Schutzfrist unterliegen, also noch nicht zugänglich sind. Gucken wir mal rein in die Gliederung. Dieser Bestand, das sehen Sie, der hat also eine wesentlich kürzere Gliederung als die, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Ganz einfach, da war die auch noch nicht erarbeitet und der Bestand gibt es einfach nicht her. So eine riesige Gliederung würde da keinen Sinn machen. Er umfasst, sehen Sie hier, nur 0,55 laufende Meter. Die Zeitspanne ist angegeben und auch, wo Sie den Bestand benutzen können. So sieht also die sachliche Gliederung des Nachlasses aus. Gehen wir mal in so eine Sachgruppe rein, in die Nummer 1, in die Familiengeschichte. Da sind die zugehörigen Akteneinheiten, die also in diesen Sachbereich reinpassen, eingegliedert mit den Signaturen, Titel, Laufzeiten. Und dann können wir auch uns mal eine einzelne Verzeichnungseinheit anschauen. Das ist also die Nummer 6, die Datierung nach 2009. Und es gibt hier neben dem Titel Familiengeschichte der ersten Generation auch noch ein Enthältvermerk, was da so drin ist. Und auch wieder, wie Sie es bestellen müssen und wo es benutzbar ist. Ja, das Ganze sieht dann bei uns so aus, nachdem es umverpackt worden ist. Es war also vorher in Aktenordnern, wird umverpackt. Ich sage mal so eine Richtgröße, unsere Restaurierung sagt also 2,5 cm soll so eine Akte dick sein, nicht dicker. Wenn es mehr ist, dann muss man Bände draus bilden. So sieht das Ganze verpackt aus in so einer säurefreien Dreiklappmappe. Und Sie sehen, da ist noch ein Foto mit drin, das ist extra nochmal verpackt, damit es keinen Schaden nimmt. Und da sind wir im Magazin. So sieht das Ganze dann aus, wenn es schön in den Archivkartons liegt und unter besten Bedingungen für ganz lange Zeit verwahrt wird und für die Öffentlichkeit von dort aus zur Benutzung geholt wird. Wenn Sie Fragen haben, auch im Nachgang oder generell zu einem Forschungsthema, dann können Sie sich gerne an mich wenden über diese Adresse. Die finden Sie natürlich auch wieder auf unserer Website. Und ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Katrin. Das war wieder geballtes Wissen, aber ich glaube, für jeden doch eine Menge dabei, auch wenn das eine oder andere bei den Genealogen schon bekannt ist. Aber es sind doch immer sehr viele Dinge dabei, die man aufnehmen kann. Wir bedanken uns für die umfassende Information. Wir wissen jetzt, was im Archiv abläuft, was das Archiv eigentlich von uns Genealogen auch erwartet. Und der ein oder andere, der vorhat, seine Unterlagen abzugeben, der weiß jetzt, was zu tun ist. Das hoffe ich. Und verbreiten Sie bitte die Kenntnis weiter. Genau, genau. Ja, vielen Dank, Katrin, und auch an die Frau Müller, die sich vorgestellt hat. Wir wünschen ihr einen guten Start ins Archiv. Und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit. Und vielleicht ist demnächst mal wieder ein Projekt, was wir gemeinsam angehen können.